Endlich ist es soweit. Die Boxer des TSV 1860 München sind in der höchsten Amateurliga angekommen. Beim Einstand in die Bundesliga ist der aktuelle deutsche U19-Meister Randy Botticalli einer der Eckpfeiler der Löwenriege. Es ist mir eine Ehre. Ich hoffe einfach nur, dass ich das ganze Ding durchziehe und nur Siege hole und viel Erfahrung sammeln. Mit dem Debüt in der Bundesliga betreten die 60er Faustkämpfer Neuland. Seit 1919 gibt es die Abteilung beim Münchner Traditionsverein. Über 24 Jahre hat Abteilungsleiter Adi Çukur daran gearbeitet, eine eigene Bundesliga-Staffel aufzubauen. Das ist mein allergrößter Wunsch gewesen eigentlich. Ich wollte schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr unsere Boxer jetzt für andere Vereine starten lassen, sondern endlich einmal für uns selber starten lassen. Die Liga-Premiere ist am 15. Januar. Dann steigen die 60er beim aktuellen deutschen Meister, dem BC Traktor Schwerin, in den Ring. Ich bin mir ziemlich zuversichtlich, dass ich die Siege souverän hole, weil ich habe auch im Training sehr starke Leute, ältere, auch robustere, je nachdem. Das Pensum ist sehr groß, also ich werde jetzt nicht irgendwie von irgendeinem Gegner überrollt werden, von Überraschungen oder sonst was, weil ich habe alles schon gesehen, also hier in Deutschland. In der Saison 2022 wird es eine eingleisige kleine Bundesliga geben. Viele Vereine haben wegen der unsicheren Bedingungen durch die Corona-Pandemie abgemeldet. Den Löwen hat es geholfen, dass der Dokumentarfilm Lionhearted über ihr Trainingslager in Ghana für Aufsehen gesorgt hat. Jetzt hoffen sie auf Hilfe für die Bundesliga. Es wurde schon einiges gespendet. Und wir haben unser jährliches Etat auch und mit diesem Geld können wir diese Saison wahrscheinlich überstehen. Aber wenn wir keine Zuschauer reinlassen und dann haben wir einmal in der Liga geboxt eine Saison und nächste Saison sind wir dann nicht mehr dabei, also das wäre eine Schande. Ihre Heimkämpfe werden die Löwen in der Halle an der Säbener Straße austragen. Dort ist am 19. Februar der BSK Hannover-Selzer zu Gast. Unsere zwei Trainer, der Alfonso und der Rashad, träumen jetzt schon von der Meisterschaft. Wäre natürlich eine tolle Sache. Natürlich jeder von der Mannschaft gewinnt, einen geilen Sieg macht, einen geilen Kampf macht und dass wir die Zeit genießen, wenn wir dort sind. Das wäre das Beste, was für mich passieren könnte. Die Playoffs um die deutsche Meisterschaft beginnen Ende April. Und die Boxer des TSV 1860 wollen in der Bundesliga lange mitmischen.